So, es muss auch aber euch hier gut sein, oder? Kann ich jetzt hier sinnvoll kaufen? Jetzt ist doch hier normaler Preis, oder? Gute Preis, gute Preis. Erstmal wegschmeißen. Auch keiner. Wir entwickeln uns ein bisschen so zu einer Monster-Jagd-Company. Ja doch, guter Preis. So, jetzt haben wir für 4 Tage Essen. Das sieht doch ganz geil aus. Dann trinken wir uns nochmal. Vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen jetzt, das Betrinken. Wir haben 12 Leute und wir haben hier aber niemanden mehr unbedingt haben wollen, glaube ich, oder den wir versuchen wollen zu haben. Der mag keine Gewalt. Ich weiß nicht, was der Servant dann bringt. Are not often used to hard physical labor. Life is difficult, most of for some others get served and abused. Served an abusive family where the kids played with fire. He rarely made a mistake about his place in the world. One day though, his masters beat him unconsciousness. When he awoke, he did so in the bed of a benevolent doctor who refused to return him to his employers. Instead, Gerhard was free to go and his masters were told he had died. Gerhard has since sworn to never serve someone again. Tja, schwierig. Und einen Gambler will ich, glaube ich, nicht haben. Die Events sind nicht so fett. Oh, hier wäre noch ein zweiter. Hier wäre noch ein zweiter Three-Headed Flail. Für einen akzeptablen Preis. Aber ich muss meine Ambition im Kopf behalten. Ich brauche meine Ambition. Ah, gehen wir mal wieder nach Sonnenwehr. Was geht denn da ab? Eieieiei. Haben wir eigentlich alle irgendwie noch Sachen zu reparieren? Nee, alles repariert. Okay. Wenn wir die Ambition nicht hätten, hätte ich, glaube ich, den Flay jetzt gekauft. So, das bin ich mir nicht ganz sicher. Das sind Save Routes. Das ist wieder ein Weapon. Hier kann man wieder günstig das kaufen. Brauchen wir aber aktuell nicht. Wir sollten vielleicht nochmal ein paar Medical Supplies mitnehmen. Wir haben nur 40. Ich denke, einmal Medical Supplies ist da schon eine sinnvolle Variante. Jetzt aber sonst keine Aufträge. Eine Caravan Hand. Ich hätte gern ein paar Leute, die... Caravan Hand ist, glaube ich, zu niedrig. Ich hätte schon gern bessere. Also eine Caravan Hand, abgesehen von den Events, ist, glaube ich, nicht geil. Ich würde gerne nochmal einen kurzen Treitenfeste vorbeischauen, was da gerade abgeht. Brauche ich eigentlich Armor and Helmets jeweils dreimal? Moment. Wir haben Increase, which means. What the fuck? Ein Dreier. They say Greenskins have a long, long history in this land. Do you believe that? You shrug answer. If you wanna stay a while in this world, you gotta fight. And the Greenskins do seem to have been around a long time. We have a number of them marauding around Dulmen. Aha. 440 und 1700 gegen Greenskins. Wir haben aber super viele Leute verloren und Neulinge dabei. Ich will jetzt nicht gegen Orks antreten. Es könnten zwar nur Ork Young seins. Also es ist saubillig für einen 3-Totenkopf-Contract für Adlige. Weil es nur kurz über 2000 sind. Aber nee. Könnten dann, ich glaube Greenstones könnten sogar Goblins sein. Wollte aber kurz gucken wegen... Wegen den Leuten, die da sind. Wegen den Leuten, die da sein könnten. Und hier gibt es auch einen Armorer. Puh, minus 20, 233. Sellsword Full Mail. Brauchen 230 plus. Es sind mindestens 6000, die wir brauchen ungefähr. Oder 4000 hier, wer genau. Lamellar Harness. Erste Mal, dass ich das sehe. A named Shield. Maximum Fatigue minus 12. Shield Skills build up less Fatigue. Solid Guardian. Okay. Ich glaube, die Helme, 230er Helme sind billiger. Aber ich glaube, wir brauchen mal 230er Armor tatsächlich. Also egal, ob das billig ist oder nicht. Also ob das Ambition so billiger wäre zu verfüllen.
Ja. Und hier bei den Leuten. Puff. Edge Knight 5200. Adventurous Noble. Retired Soldier. Tatsächlich können die gute Backliner machen. Die dürfen nicht getroffen werden, ne? Die Retired Soldier, weil die haben ziemlich hohen Melee-Skill. Oder Fencer, glaube ich, oder sowas. Also sie haben auch eine ganz gute Defense, aber sie haben halt keine HP. Overall, Bastard hat keine Resolve, dafür kann er andere Sachen ganz geil rollen. Also wenn der High Rolled, ist schon fett. Und angeblich können Monks richtig geile Events haben. Aber ich glaube, Monk passt so gar nicht unsere Duff-Cool-Sache. Ja, also der wird es, glaube ich, nicht geil finden, wenn wir irgendeinen dunklen Gott anbeten, während hier so ein Mönch damit rumgurkt. Würde, glaube ich, nicht fett finden. So, was haben wir hier? Was überbringen? 70 und 280. 70, 300. Zuderbusche wäre nach Norden. Was ist das? Irgendein Gesandter vom lokalen Adligen. Greenskins, das sind wieder Greenskins. 1600, das müssten eigentlich nur Orc-Youngs sein. Zwei Sterne, Noble und 1600. Das probieren wir jetzt. Ach, ist das wieder Sandfels, Alter. Sandfels ist ein bisschen das Problem als Ort. Wir probieren das jetzt. Essen haben wir, bisschen was zum Reparieren haben wir. Marauding Greenskins dürfte eigentlich nur ein bis zwei Packs sein. Das sollte eigentlich in Ordnung sein. Wir haben nur noch eine Verletzung, die morgen heilt und die macht nur den Damage-Reduktion. Also eigentlich auch okay. So, wo sind denn hier die Marauding Greenskins? In Sandfels. Goblin Raiders. Goblin Wolf Riders, das ist perfekt. Mit denen kann ich umgehen. Mit denen kann ich sehr, sehr gut umgehen. Die kicken uns eh, also wird man hier uns nicht wegmoven. Ja, die sind nämlich viel schneller als wir. Also im Movement. Nicht unbedingt in der Innie, also nicht bei allen zumindest in der Innie. Aber die kommen halt komplett ran. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier ist so ein bisschen die Mitte. Ja, ich kann mir jetzt überlegen, wie ich da rangehe. Ich glaube, ich versuche erstmal hier zu helfen. 60, 53. Schade. Schade. Bewegen uns mal ein bisschen. Da ist schon mal der Hund down. Der Wolf meine ich natürlich. Und das ist mein Killer on the Run. So, der macht mal kurz den. Du machst den. Beim Mehrdürer. Und wir müssen hier mal unten defenden gehen, glaube ich. Schade, haben wir nicht ordentlich getroffen. Die wollen uns halt komplett flankieren, ne? Die wollen unsere Backline rein, klar. Was sie jetzt auch machen, was ein bisschen doof ist. Kommen sie sogar noch hin. Haben wir nicht gut verteidigt. Aua, direkt eine Handverletzung. Ach, das ist ja widerlich. Hätte, glaube ich, eher laufen sollen mit ihm. Hauen wir ihm nochmal eine rein. Sehr gern beide getroffen, ne? Der Wolf ist dead. Können wir nochmal zupieksen. Super geil. Da ist der Multi-Attack so strong. So, machen wir hier nochmal einen Hund. Kau ihn tot, Junge. Kau ihn tot. Brazen, ey. Da können wir doch noch ein bisschen warten, oder? Ja, oder auch nicht, ne? Doch, du kannst hier noch ansteppen auf jeden Fall.
Halt, nehmen wir zwei auf jeden Fall. Halt, du bist da oben gebunden. Da ist nur noch der Wolf über. Ja, da musst du halt mit 65 jetzt arbeiten. Das ist ein bisschen bitter, weil der nicht so viel Defense hat. Und drei Attacks jetzt abkriegt. Nevermind, 4. Aua. Ihr da unten ist vollkommen fein. Ihr könnt das ganz gut tanken, aber mein lieber Jean da oben ist, glaube ich, nicht so fein. Ja, zumindest haben die nicht so viel Damage gemacht, die Attacks. Aber ihm. Nein! Das war falsch. Habe ich gerade wieder jemanden beendet, den ich nicht beenden wollte. Den Zug beendet, meine ich. Das ist natürlich Katastrophe. Krieg nicht weggestoßen. Krieg nicht weggestoßen. Nope. Okay. So, jetzt haben wir ihn schon mal hier ein bisschen Entfernung aufgebaut, ne? Er hat nur noch einen dran. Ich hoffe, Jean überlebt das. Echt. Lies dich! Oh, können wir. Jedenfalls konnten wir ihn overwhelmen. Das ist schon mal. Scheiße. Ach nein, Jean ist tot. Ich will nicht, dass Jean tot ist. Doppel Overwhelm, ne? Er trifft 256er, dass Jean stirbt. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem, was ich halt meine damit. Wir verlieren jetzt wieder viel zu viele Leute. Wir verlieren viel zu viele Leute. Wir müssen halt erstmal, ne, müssen halt jetzt mitleben. Ich glaube, Jean war auch kein Optimalfall. Die waren, glaube ich, alle kein Optimalfall, die Stadtleute. So, du bist ein Killer on the run. Du hast keinen. Du solltest nichts mehr tun. Au. Und ab hinterher. Er wird nicht abgehauen und irgendwie noch nebenbei mit reingestochen. Nee, nee. Passiert nicht. Also du solltest lieber warten, bis noch jemand rangesteppt ist. So. Ihr wollt abhauen. Ja, ja, so ist das also. Dass meine Leute töten und abhauen wollen. So sieht das aus. Mag ich nicht. Finde ich nicht geil, die Idee. So. Ja, Jean ist leider gestorben. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Dann haben wir einen Backliner weniger. Eine Long Axe weniger. Ich hoffe, das war der einzige Kampf, den wir machen sollten. Ja, sollten wir. Dann ist es für das Geld wieder kind of okay, aber wir müssen uns halt jetzt wieder aufbauen. Müssen uns halt wieder aufbauen. Plus 3. Plus 5. Du darfst halt nicht minus Inni kriegen. Wenn du minus Inni kriegst, dann sind wir am Sack. Sexy. Du wirst ein Nimble Tank auf jeden Fall. So, haben wir Ricky. Plus 3. Immer plus 1, ne? Ja, hier mal vielleicht noch plus 3 mit, damit er nicht irgendwie weggesniped wird. Und plus 3, damit er eher dran ist, würde ich sagen. Anticipation wahrscheinlich, damit er noch weniger weggesniped wird. Dann hat er immer mindestens plus 10% extra Range Defense. Und plus 10%. Oh, der muss gute Range Defense haben, sonst. Achso, und plus.
Und immer mindestens plus 10. Nee, never mind. Das ist ganz okay. Ich wollte gerade sagen, weil sonst nützt es ja gar nichts, aber hier so, so. Ja. Und so, I guess. So, jetzt könnten wir bei dir Fearsome nehmen, ne? Oder Killing Frenzy. Für Mad Damage. Ich glaube, ich will lieber Fearsome haben, weil du hast ja relativ viel und kriegst, die kriegen einen fetten Abzug an Resolve. Hier, Fearsome, let's go. Wenn er killt, aber sogar mehrfach. Ach, come on. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Er hat vor allem nicht mal Dodge. Er hat 122 Ini und kein Dodge. Weil er halt nie angegangen werden soll. Er hat doch ja kein Kolossus und nix. Macht aber super selten noch Fearsome Bums. We could with the offhand free or carrying a throwable tools. An additional damage ignores armor. 25% damage ignores armor. Weil wir. Ja, 10% damage ignored armor. Das ist halt nur nichts. Also, wir machen 0 bis 3 Damage gegen Armor Targets auf den HP-Pool. I'm not sure about this. Und Skill hast du aber auch keinen guten, also. Buff. Buff, buff, buff. Rion, by the way. Was mache ich mit dir? Du bist leider so lange dabei, dass ich mir nicht mehr überlegen kann, muss dir noch was anderes großartig zu machen, aber. Die Werte sind übelster Mist. Außer dass er schnell dran ist. Ist halt nur ein Overwhelmer. Was anderes macht er nicht. Nur ein fucking Overwhelmer. Für nichts anderes zuständig. Healing Frenzy. Fearsome. Muss halt immer irgendwie durch die Armor durch. Dann kann er aufräumen. Kili ist so jemand, der halt am Ende wirklich cleart. Wenn die schon ziemlich low sind. Landless vielleicht, damit er immer länger dran ist. Weil er hat schon relativ viel Fatigue, die er accumulaten kann. Ready the Troops. Er hat nicht so viel für Dingensbums. Cleaver-Ding hat er. Berserk ist Quatsch. Lone Wolf ist Quatsch. Reach Advantage. Ja, er wird schon zweimal angreifen mit einer Range Weapon, ne? Von daher müssen wir dann ja nicht mehr, aber. Reach Advantage wäre halt defensiv ganz geil, weil sie ihn dann schlecht treffen. Auch wenn sie mal an ihn rankommen. Probieren wir das. So, Kunibert, du bist Level 3 geworden. Du bist unser Dieb. Hab ich ja noch gar nicht dazu geschrieben. Dieb. Ups. Du bist Level 3 geworden. Dart, du bist eher so ein Duelist-Ding, glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Habe ich so insgesamt das Gefühl. Sono ist auch Level up. Plus 2. Plus 3 bitte. Plus 2, denke ich. So, und jetzt die Frage, geben wir ihm Fearsome, geben wir ihm Killing Frenzy? Berserk ist Quatsch, weil er zu wenig Ausdauer für. Ich glaube, Killing Frenzy wäre ganz geil. Duelist. Killing Frenzy it is. Wir brauchen mehr Damage, wir müssen die Leute clearen. Jagd. Sean. Ruhe in Frieden. Es tut mir sehr leid. Ich hab's verkackt. Das war mein Tactical Problem. Ich hätte da eher in einer. Ich hab ihn halt rausgezogen und dann sind sie einfach außen rumgelaufen. War nicht. Schade. So, Sunfels. Das ist halt, ne, wenn du hier bist, hast du No Longer Marauding Greenskins.
Ein bis drei Tagen. Minus Skill. So, jetzt haben wir wieder. Ja. Und hier ist Deliver Cargo nach Suderbusch. Sonst ist hier halt nichts zu tun. Gerade an der Stelle. Warum sind denn hier jetzt die Tools und Supplies so teuer? Hier haben wir noch einen anderen Kultisten. Der, wie gesagt, sogar nur Tankstats hat gefühlt. Alles suboptimal. Bitte nehmen wir mal nach Suderbusch, mal sehen, was es da gibt. Mal sehen, was ist das Essen? Haben wir aktuell noch genug für 4 Tage? Ich warte eigentlich direkt auf die nächste Opfergabe, glaube ich. Nur mal nach Sonnenwehr zwischendurch. Weaponsmith, da wollen wir eigentlich nicht hin. Wir haben super viele Weaponsmiths. Und ich presse das mit Absicht so aus. Ja, das ist irres Wunder. Oh, wir haben nur für 3 Tage Essen eigentlich. Ups. Jetzt haben wir vor allen Dingen. Du bist doch ein Kultist. Das ist ein 70er. Nimm doch mal das 60er wenigstens. Du bist ein fucking Kultist, Mann. Steh mal dazu. Und bei den Frontliner verstehe ich das ja, dass sie das nicht können. Ja, das funktioniert ja nicht so gut. Du hast ein 80er. Wir könnten ihm eine Kultistenhaube geben, aber dann hat er mit dem Kopf, glaube ich, Probleme, dass er zu viel Damage auf den Kopf kriegt. Nur eine 60er-Robe auf den Kopf geben. Hier, du kannst sogar noch das hier, du kannst Vollkultist gehen. Du kannst Vollkultist gehen, hast eine bessere Rüstung. Let's go. Huch, da war irgendwas links oben angezeigt. Bei euch kann man nichts gut. Oh, naja, man kann Met gut kaufen. Essen kann man generell gut kaufen bei euch gerade. Aber noch mal ein bisschen Met für die Jungs. Waffenschmied. Ja, sonst gibt es hier keine guten Leute gerade. Ist halt, ne, in der Zeit des Heiligen Krieges ist es immer schwierig mit neuen Rekruten. Da sich neu aufbauen zu müssen, macht es doppelt schwer, leider. An dem Punkt sind wir aber trotzdem gerade. Aber das kann ich halt jetzt nicht ändern. An dem Punkt sind wir halt einfach. In Wolfenburg war ich, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Was ist hier der Auftrag? Karawane, oder? 10 Kronen pro Kopf bis 15, 610 nach Hallheim, nach Nordosten. Meinetwegen, machen wir Karawane, let's go. Wir sind halbwegs erholt. Let's go. Aber da, fuck, da hätten wir warten sollen, bis wir das Essen verkaufen können. Das ist mir so egal, ob da irgendwas eingenommen wird oder nicht. While on the march, you come across a woman standing off the side of the road. She's standing at the head of a donkey-pulled wagon. Seeing you, she claps her hands and yells out some order. Within moments, wenches pour out the back of the wagon and line up before you. They are poorly dressed and if this is some act poorly rehearsed, most look like they'd rather be somewhere else, which is ordinary of any woman folk stuck out in the sticks. You ask the leader of this group what she's doing. She grins ear to ear. Deko, wunderschönen guten Tag. Ali, hallo, herzlich willkommen. Ich glaube, dich gibt's aktuell nicht mehr. Ich glaube, du bist schon wieder schnell gestorben, nachdem ich dich benannt habe. Tut mir leid. Aber hallo. A merchant of flesh, a profile pounding. These here are my wares. She swings her arms to the prostitutes. They straighten up or loosen up and feign interest in you and your man. The pimp nods. So, what say we help take the edge off, hmm? Been a long day now for that many men. I'd wager it costs you a low 550 kronen. How about you just hand over the valuables instead? You think the offer over, then you realize these are just a bunch of women out in the middle of nowhere with a solid backhand. You send the pimp to the ground, she rubs her cheek and says, du hast mich gar nicht benannt, war mir nicht wichtig. Wobei, wenn ich fürs Team gestorben bin, hat es sich doch gelohnt. Deko, ich brauche, also ich benenne ja meine Leute generell, ne? Es ist völlig okay, wenn es dir nicht wichtig ist, aber ich möchte meine Leute immer benennen, damit ich ein bisschen mehr Charakteristika in den Leuten habe und ein bisschen. Das ist nicht nur das Ressource, klar, die Fleischressource habe. Und ich glaube, da warst du auch dabei, aber du hast da nicht lange überlebt.
Außerdem entstehen so ein paar Geschichten, die ich ganz witzig finde. Ich habe da halt mehr Enjoyment. If this is a robbery and you know, the second you make your intentions clear, a group of armed men step out of some nearby bushes, the pimp gets up and rubs her cheek. I'm still willing to part on neutral terms, Sellswords. A good slap ain't no problem in this business, it's expected even, but so are robbers and murderers and rapists. Now, if you wish to keep on doing what you want, I'm gonna sick those men on you to do what I need, which is keep me and mine safe. Fürs Team. So, jetzt die Frage. Sagen wir, okay, wir hauen ab oder wollen wir sie wirklich überfallen? Das sind fucking Prostitutes. Ich glaube, ich würde sie mal überfallen. Let's go, überfallen. These guards ain't shit. Masumoto, Lieben on the run, suffers a broken nose. Masumoto, the cultist. Wir kriegen Hund, Kron, ein Dagger, ein Bludgeon und ein Signeton. Get yourself cleaned up, stranger. Ain't shit, you order your men to attack. The fight is a brief flurry of action. The harlots' hired hands act as though they didn't expect to see actual combat. With the combat over, you see that the wagon is still there, but the pimp and her prostitutes are gone. They must have made their leave during the fight. They even took the donkey, that lucky ass. Your men raid the wagon while taking anything that's not nailed down. Liebwin on the run hears... Also wir haben in Liebwin on the run ist ein Killer on the run, ne? Also ist ein Mörder. Und den haben wir jetzt mal dazu genommen, weil ich keine Ahnung habe, was der Background macht und ich wollte einfach mitnehmen. Here's a knocking noise. He searches the bottom of the cart and pulls on a cord, dropping a slat of wood down which rolls a man completely covered in black leather. You pull back the mask, covering his face. He sucks in a breath. Thank you. By the old gods, I thought they'd have me here forever. He asks who he is. He spits the leather, grabs out his mask. Gimp. Just Gimp? He nods. Yes, sir. Hey, those are some nice weapons you got there. Sleek armor too. Hm. My master is gone, so you shake your head. Go to the closest town and get yourself cleaned up, stranger. He nods. As you wish, master. Okay, ja. Wir haben ein bisschen was bekommen. For free? Na gut, nicht so sehr for free. Eine gebrochene Nase, minus Fatigue Recovery. Und Masumoto wurde verletzt ein bisschen. Na gut. Jetzt können wir kurz nachgucken, ob Deku gestorben ist. Ja, Deku der Kultist. Du hast das ganze zwei Tage überlegt. Und was im ersten Kampf gekillt. Wahrscheinlich zumindest. Ah ne, im zweiten Kampf gekillt, Entschuldigung. Der hier wurde im ersten Kampf, im dritten Kampf. Der hier wurde im ersten Kampf gekillt, Rebels. Wie geht's dir sonst, Deku? Alles gut, wie laufen deine Runs? Oh, Brigands. Ja, wollte gerade sagen, die werden uns wahrscheinlich auf den Sack gehen. Die werden uns auf den Sack gehen. Sexy geht mal hier hoch. Ihr habt Archers, da würde ich gerne mal kurz nochmal warten, bevor ich irgendwie hier vorlaufe. Oh, ihr fucking Archers habt. Ich vermute aber, die werden nicht rankommen, die Jungs hier, ne? Weil sie halt Archer haben. Ah doch, werden sie doch. Die wollen ja immer noch an den Wagen ran. Die sind übrigens sau viele. So, für mein Gefühl. Decken wir uns mal hier ein bisschen. Du lässt mal da. Och. Ich hasse fliegende Beile. Ich hasse fliegende. Die haben super viele. Boah. Die sind gar nicht so ohne, ne, die Jungs. Die haben ja ziemlich geile Kettenrüstung. Haben wir in 365 Tagen geschafft und neu angefangen als Oathtaker. Da bin ich mir aber erst bei Tag 70 oder so. Und läuft oder läuft nicht so? Hier habe ich genug, wo ich drauf gehe. Dann gehe ich mal hier hin. Mit dem. Du bist der Dieb. Killer on the run. So, und du bist Masumoto. Du kannst, glaube ich, nicht so gut tanken, ne? 30 ist schon so durchschnittlich Maximum. Und Sepp ist halt auch nur so 26. Aber Sono kann gut tanken. Frage ist, wie ich Sono da einfach mitten reinschicken. Wo ist eigentlich Ben hin? Ach, Ben ist da, ne? Ja, Ben ist da. Ben hätte ein bisschen aggressiver spielen sollen, vermute ich. Sono geht da einfach mitten rein.
Tobi, Moment. Au! Come on. Willst du sehen, dass noch mehr Leute im Battle Brothers Hype sind? Ja, Battle Brothers Hype würde ich jetzt nicht mehr bezeichnen. Ich bin irgendwie seit 3 Monaten nur am Battle Brothers spielen. Oder zumindest on-stream am Battle Brothers streamen. Ist okay, könnte besser sein, gerade was neue Rekruten angeht. Die am Anfang durchzubekommen ist hart. Ist wahr. That's so true. So, ich gehe davon aus, ihr beide könnt euch verteidigen. Dann warte ich mit dir nochmal ein bisschen ab. Alter. Für dich. Oh, der mir wieder Sachen ins Gesicht. So, dann gehst du da rein und legst dich mit dem an. Let's go. Müsste eigentlich okay. Oh Gott. Das nicht okay, der da. Wenn ich noch einen Schritt mache, darf ich noch. Wenn du hochsteppst, kann ich hier hin steppen und den mit angreifen. What, er darf zweimal mit einer Zweihand-Axt, mit einem Zweihand-Schwert. What? Das ist kein Zweihand-Schwert. Danjushka, doch du hast 44 Def, dann musst du mit die Wänden hier. Brigand Raider. Versuch mal den da rauszunehmen. Ach, come on. Das ist... Momentan mehr CSGO und CK3 mit dem Kumpel gezockt. Das kann ich verstehen. So, du sollst eher so hier hin, dann muss ich mit dem eher so hier hin gehen. Ach. Rein gehabt. Der Hinweis wäre ganz gut, von wegen, hey, du wirst das nicht unbedingt schaffen, weil du läufst da durch Dinge durch. Wäre ganz. Echt gut gewesen. Jetzt wird der halt eingekreist, ne? Das ist nicht geil. Halt mir mal ein bisschen auf. Halt mir noch ein bisschen mehr auf. Ja, geil. Das ist gut gelaufen. Hier nehme ich mal kurz die Waffe weg. Dann kann ich nämlich hier hochgehen. Du hast keine Waffe mehr und Quick Hands hast du auch nicht, ne? Dann hau ich dir eine. Oh, schade. Moment, ich muss dahin gehen, damit ich ihn pieksen kann. Das mag er auch nicht. CSGO habe ich irgendwie vor ewigen Zeiten gespielt, als es noch nicht Free-to-Play war hauptsächlich. In aktuellen Zeiten spiele ich tatsächlich gar kein CSGO. Oh, das ist schlecht. Dann Joshua geht richtig auf den Sack. Und Blood Bowl habe ich auch schon gespielt. Ja, Blood Bowl 2 habe ich ein paar Stündchen gespielt. Finde ich aber, ja, es ist ein Rundenstrategiespiel, aber ansonsten finde ich es gar nicht so ähnlich tatsächlich. Den durfte ich nicht overwhelmen. Warum durfte ich den nicht overwhelmen? Also gegen Brigands ist es entwaffnet ziemlich nice, gegen Leute, die Quick Hands haben, ist es ziemlich shit. Aua! Halten wir uns mal kurz fest. So, du bindest wieder 2 Leute, das ist eigentlich ein guter Trade insgesamt. Und du haust halt Ruf. Und du musst dich verteidigen. Und einen Hund setzen. Der hoffentlich auf die... Ja, auf die Ranges geht. Das war der Plan. Hallo. 45, 74. Komm schon, nimm ihn raus. Yes. Danke. Na gut. 33 war das Shield Walled, ne? Uff. Hier darf ich nicht attacken. Das wusste ich nicht. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass ich da nicht attacken darf. Also Blood Bowl habe ich gespielt. Blood Bowl 2, ich glaube Blood Bowl 3 ist gerade rausgekommen. Fand ich auch ziemlich gut, aber da hatte ich das Problem, dass ich da keine Community oder irgend sowas habe und gegen Random Dudes war ich in meisten Fällen echt einfach zu schlecht. Muss ich mal so sagen. War ich einfach zu schlecht. In vielen Situationen. Schade, der hätte noch ein Hit sein dürfen, dann wäre er nämlich gestorben, der Dude da in der Mitte. Aua. Hört auf damit.
Aber ich fand vor allen Dingen die Spielerprogression ganz geil, dass die XP kriegen und dass die dann sich weiterentwickeln können. Ich habe da immer viel Chaos gespielt oder mal Chaos angelehnte Mannschaften, weil ich es geliebt habe, diese Mutationen mitzuholen. Machen wir hier Doppel Overwhelm. Au. Der hat gerade, glaube ich, Rundumschlag gemacht, glaube ich. Und der hat auch Rundumschlag gemacht, die Sau. Tauschen die wieder irgendwie da rum. Geht mir ein bisschen auf den Sack, wie die hier rumtauschen, ne? Mach mal kurz die Bäume aus hier, sonst sehe ich ja nicht mehr, was hier abgeht. Der will rennen. Gut, dann können wir hier eins weitergehen und dich hauen. Was? Achso, du hast geworfen vorher, ne? Wunder, was jetzt los ist. So, du bist auch am... Ne, du bist Breaking. Du bist nicht mehr... Du bist noch nicht mehr... du verteidigst dich mal lieber. Danjuschka, weil du hast schon ganz schön gefressen. So, du bist immer noch Breaking. 40, 56. Dann schneiden wir dich halt ein bisschen weiter auf. Diese müssten nicht fliehen. Okay, du kannst nichts mehr tun. Ich glaube, ich will jetzt hier wieder zurücklaufen. Die kommen echt raus. Ah, lol, er verblutet. Ich wollte gerade sagen, wait, what? Wo rennst du denn hin? Ob der jetzt da wegrennt? Ob der hier nach vorne wegrennt in unsere Leute rein? Ich weiß nicht, wie viele Stunden ihr Blood Bowl habt. Ey, du bist... Hier, wir wollen dich. Du bist das Problem. Machen wir mal das Shield weg. So, du bist fleeing. Wie wär's, wenn ihr mal nicht mehr flieht hier hinten? Ich will euch schon noch haben, ihr habt XP, ja? So, jetzt bist du auch fleeing, sehr gut. Du bist fleeing. Du hinten bist nicht fleeing. Und du, ja. Schön die Leute aufschneiden. Sehe ich mich. Nice. Ah, dann dürfen wir noch rankommen. Hier geblieben. Wieder abhaut die Sau. Als ob die Sau wieder abhauen kann. Er ist nicht gelaufen, obwohl er fliegen ist, ne? Mal kurz festhalten. Jetzt geht er mit da ran. Na gut. Aber dann müssen die Hunde den ja hier mitnehmen. Wie sehe ich doch die weiße Haut des Todes, Liebe? Ja, bei mir auch. Das ist so ein... Okay, dich kann ich ignorieren. Zumindest fast. Ich glaube, ich muss doch dir helfen. Aber bin ich nicht gut gemoved? Da bin ich nicht gut gemoved. Der hier oben ist nämlich noch nicht am Abhauen. Jetzt bist du natürlich ein Nahkämpfer, ne? Weil du gewechselt hast, du Sau. Dann gebe ich dir noch einen mit. Mal hier einen Weg runter, komm. Weg mit dem Schild. Soldergeiz. Guten Tag. Hallo. In der Gegend, dass sie abhauen. Nicht mehr genug Ausdauer zum Laufen mit den Jungs, mit manchen. Oh, hier ist noch einer dazwischen. Yes! Blute! Für den Blutgott! Jetzt haut aber jetzt nicht ab! Was soll denn die?
Der will halt noch, ne? Der sieht sich noch hier. Ja, gut, sehr gut. Ja, Buffies. Hol ihn euch. Batz, du blutest dann auch tot nächste Runde. Aua. Oh. Alles klar. Hätte ich mal lieber nicht dieses Schild weggenommen. Ich habe jetzt nicht so viele Stunden in Battle Brothers, ich habe es aber... Oder sind wir bei Blood Bowl? Aktuell aufgeben, mit der Whip überhaupt irgendwas reißen zu wollen. Ich habe gehofft, ich könnte so unendlich viele Waffen looten. Aber hab da kein Glück. Ich glaube, du... Ja, du kannst halt ein bisschen verhindern, dass sie die benutzen. Ja, doch, da könntest du theoretisch... Also... Zu dem her kein Glück, ne? Wo ist es? Ja, ein 42er hat ihn gerade niedergestreckt. Der hat einen 34er und einen 42er gehittet, damit mit Dingens stirbt. Au. Battle Brothers. Okay. Ja, das habe ich mir bei der Whip auch schon gedacht. Dass du das meintest. Hier geblieben. Ihr seid einfach zu schwer angezogen, um zu rennen. Jetzt hören sie doch auf zu laufen. Also unseren Killer on the Run direkt eine permanente Verletzung gekriegt haben, ist ein bisschen traurig. Den haben wir vorhin erst gekauft, das ist keine 10 Minuten her gefühlt. Die ist es auch eine halbe Stunde her, aber... Und die Whip finde ich halt ziemlich nice, also wenn, gegen Armor-Target benutze ich sie halt... Um die Waffen, also um gerade gefährliche Waffen wie die zwei... Die Range-Stunner und sowas... bisschen mit zu kontrollieren. Und ansonsten gegen sowas wie Unhold, das ist halt richtig nice mit der Mastery, weil sie halt dann sehr, sehr viel Blutungsdamage kriegen. Finde ich insgesamt eigentlich ganz geil. So, gehen wir jetzt mal auf die andere Seite hier. Endlich mal hier, endlich sind wir am Stehen bleiben, so. Jetzt würde ich mich gleich fragen, ob ich sie rundown will oder nicht. Und ich würde sie eigentlich schon gern rundown wollen. Rundown down. Ja, da ist einer weg. Wir müssen uns wieder ein bisschen aufbauen. Er hat halt echt einen guten Backliner eigentlich verloren mit Jawn. 1, 2, 3. Muss hier hin, damit ich ihn attacken kann. Schade. Und ich hätte gern bessere Waffen gekauft, aber aktuell muss ich meine Ambition im Blick behalten und da brauche ich gute Rüstung und nicht gute Waffen. Leider Gottes. Immer noch nicht ran. Ach, come on. Oh, hier hätte ich, glaube ich, rangehen dürfen. Ups, bin ich falsch gelaufen. Ja, also, die Whip in den richtigen Situationen, sobald halt die Rüstung weg ist, ist die insane. Vorher ist er halt nur ganz nett. Da benutze ich sie tatsächlich mit der Kombination mit Backstabber, wenn ich um die Leute drumherum stehe, dass ich versuche, eklige Waffen, dass sie nicht irgendwie blöden One-Tap oder sowas machen. Das ist so ein bisschen alles, was ich damit versuche. Oder zum Overwhelm, ne? Das ist mein Range-Overwhelm. Das ist noch der nächste Bonus. Er hat einen 3er-Range für Overwhelm, für 2. Immer so selten, dann nehme ich lieber den Damage Output, spiele aber. Ja, aber Damage Output hat die Whip ja fast keinen. Einen kleinen Rooster 5 für 6, auch noch mit einem kleinen Rooster 5 für 6 Brother. Also Damage Output, sobald die Gegner eine Rüstung haben, hast du einen Damage Output von 10 Damage pro Runde oder sowas. Also das ist ja nicht nennenswert. Wenn du die nicht zum Bluten bringst, ist die Whip einfach eine Katastrophe. Also wirklich eine Katastrophe. Deswegen. Ist das schon ein bisschen das Ziel. Ich benutze dann mit Backstabber und so geht die Hitchance sogar. Das ist aber hier eingekreist, ey. Du bist einfach tot da drin, oder was? Darf ich von hier aus angreifen? Ne, darf ich natürlich nicht, ne? Natürlich nicht. So. Was hast du gekriegt? Fractured Elbow. Ja, du sollst aber ein Frontliner werden. Ne, hier, Entschuldigung. Minus 40% Fatigue. Partly Collapsed Lungs. Du sollst aber trotzdem ein Frontliner werden. Das funktioniert also nicht mehr.
Ja, Libwin, du hast es wohl nicht geschafft. I guess. Du hast es wohl nicht geschafft. Wir sind übrigens auf 99 von 99. Hier habe ich gar nicht aufgepasst. Wir wollen das auf jeden Fall haben. Wir wollen das reparieren. Die lohnen sich zu reparieren. Das nicht. Würde ich gerne repariert haben. So, wo ist unser Libwin? Der hatte eine Verletzung. Hier, du hast halt alles. Und wir wollten mit dir, weil du halt ne, athletic bist, glaube ich, auf Frontlinern gehen. Das wird halt nix. Kannst nicht mit einer Party collapsed lang irgendwie Frontline. Achso, wir haben ja keinen Platz mehr, um das auszuziehen. Ach du Schande. Wir leveln ihn jetzt nicht, weil dann kriegt er, glaube ich, mehr Abfindung. Wobei ich das nicht genau weiß. Vielleicht hat es auch gar keinen Unterschied so. Du hast aber, ne, du hast Dodge, du hast Nimble. Fearsome triggert jedes Mal, wenn ich HP-Damage mache. Deswegen ist mit dem Triple Flail müsste Fearsome eigentlich gut sein, dass er jedes Mal einen negativen Check kriegt. Einfach nur, um die Anzahl zu erhöhen, denke ich. Sollte das ganz gut sein. Oder wir geben ihm halt Underdog. Damit er besser dodgen kann. Underdog, damit er noch tankiger ist und noch mehr mitten rein kann. Ich glaube, ich würde ihm gerne Underdog geben, damit er länger überlebt. Sonst wird er irgendwann mal umringt und dann wird es Katastrophe. Ja, das hört sich, glaube ich, gut an. Plus 4, plus 2. So, für ein bisschen mehr Damage. Wenn ich verguckt habe, spielst du auch ohne Fernkämpfer. Das ist richtig. Nee, das liegt daran, dass ich habe einen speziellen Run gestartet. Ich habe einen Kultisten-Run gestartet hier. Topsy. Und das Problem an den Kultisten ist, ich habe jetzt inzwischen fast 10 Kultisten, oder ich habe glaube ich sogar 10 Kultisten in der Aufstellung von 12. Oder von 11 jetzt nur noch. Problem ist, dass du da in relativ regelmäßigen Abständen kriegst du ein Event, wo du einen deiner Brother opfern musst. Was die Kultisten gut finden, also die finden, die geht ihre Laune hoch. Was aber alle anderen so schlecht finden, dass sie innerhalb von weniger Stunden abhauen. Und es ist schwierig, Kultisten, ne, du siehst ja gerade, die haben 32 bis 42 Range Skill, einen Kultisten zu finden, der in Range Skill gut ist. Es gibt noch ein paar Events, wo Kultisten, andere Leute Hintergründe zu Kultisten machen können und die behalten ihre Stats. Aber ich komme halt nicht dran. Ich würde schon gerne mit ein, zwei Range hier so Crossbow oder Bowman spielen, aber da habe ich einfach nicht die Rekruten bis jetzt für gehabt. Also es hat bei mir einen anderen Hintergrund, warum ich ohne spiele. Also ist eher aus der Not geboren, als ich das so will. Plus 3 ist schon mal geil. Moment. Und du kriegst jetzt, glaube ich, Nimble, ne? Ja, so wie das aussieht. Minus 9, minus 8. Dann müssen wir nur noch gucken, dass wir eigentlich auf minus 7 beim Kopf kommen. Haben wir aber nicht. Eigentlich soll man dann auch den Steelbro, glaube ich, gehen, damit er kein extra Damage auf Kopf kriegt. Aber wir wollen erstmal Nimble nehmen, damit du mehr überlebst. Ne, weil deine Body Armor ist ja ständig durch. Halt plus HP ist dann gut. Plus Defense und ein bisschen Damage wäre schon auch ganz gut, dass du den ein bisschen konstanter machst. Und Sexy, du bist noch vollkommen unbeeinflusst. Hier plus 4. Geil. Was soll man aus dir machen? Ich glaube, aus dir wollen wir auch einen Nimble Tank machen. Deswegen plus 5. Und mal noch ein bisschen Trefferchance. Wenn du gar nicht triffst, ist ja auch Mist. So, ich hoffe, den restlichen Weg wird jetzt nicht viel passieren. Ach du Schande. Okay, Ork Young sind kind of okay. Das Problem ist, dass meine Leute übel angeschlagen sind. Melee Defense Initiative. Ja, Liebling kann auch einfach sterben gehen. Das ist die Alternative. Dann muss ich nicht. Ich brauche mir 60 Compensation. Weil. Du hast literally kein. Aber also macht die Gegner. Macht die Gegner Dingensbums. Das boostet die Gegnermoral. Deswegen will ich das eigentlich jetzt nicht. Sono und Ben sind die, die tanken können und Masamoto langsam auch so ein bisschen. Der hat einfach nur die dicke Rüstung an, deswegen kann er ganz gut tanken.
Melee Skill, minus Melee Skill, der hat einen super niedrigen Melee Skill jetzt. Mäh. Das finde ich scheiße. Ork Young sind zwar sehr viel einfacher zu handeln, 7 Stück. Und wir haben die Überzahl relativ dick. Mit unseren, was sind wir jetzt eigentlich? 2, 5, 10 Leute, glaube ich. Und ja, genau, dann noch die 6 hier hinten. Aber die haben halt auch ein bisschen Rüstung. Nicht alle, was da, ne, gegen sowas ist zum Beispiel dann die Peitsche richtig gut. Die haben relativ viel HP, 125, aber haben halt null Rüstung, keine Body Armor. Das finde ich schon ziemlich gut. Hier würde ich jetzt gerne ranged haben, dass wir die einfach schon ein bisschen anschießen können, während die hier rumdödeln. Ist direkt an der ersten Horde Orks gescheitert, stun und zerhackt worden. Ja, kann ich nachvollziehen. Schicken dich mal hier hoch. Für den Fall, dass wir das... Ja, du hast halt keine Rüstung, keine richtige und wenig HP. Ja, ich will, dass ich auf die raufgehen eigentlich, bevor hier irgendwas anderes passiert. Masumoto, er hat mir gesagt, 30 Defense ist nicht so viel und du hast eine fette Rüstung mit 120, aber keine Head Armor zum Beispiel wieder, ne? Machen wir mal den. So, Sonos Rüstung ist ziemlich okay, HP ist okay, dann gehst du hier rein und fängst an zu tanken. Sepp. Ja, 18, ne, ist nicht so geil. Nur mal ehrlich. Sind wir mal ehrlich, du verteidigst vielleicht einfach mal nur. Und du genauso. Leider nicht den Kopf getroffen. Schade. So, Ben kann hier oben reingehen. Danke. Danke für den Follow. Herzlich willkommen. Welcome to the Hamlet und so, ne? Da haben wir es wieder. Hier kann man noch. Hier können die Gegner noch rein. Ne, hier können sie nicht reinlaufen. Hier ist Control Zone. Kann ich mich, glaube ich, hier hinstellen mit Ricky und nächste Runde da reinhauen. Und mit dir kann ich hier hin und schon mal pieksen gehen. Schade. Oh, da habe ich meinen Fernkämpfer doch, mein Backline doch zu weit vorgenommen. Wenn er hier hin kann. Die werfen die Schweine. Die werfen, der hat eine dicke. Also die haben alle. Die haben alle Einhandwaffen, ne? Die Frage. 83 zum Disarm, 63 zum Disarm. Ich glaube 83 zum Disarm ist wichtiger. Und den overwhelmed. Ist dann halt so, ne? Versuch's mal da hinten ranzugehen an die Werfer, damit die weniger werfen. Weil ich, wie gesagt, damit habe ich Probleme. Oh no. Das doof, ich hätte ransteppen sollen, dass der nicht weggeht. Ich muss mit dem halt rein, weil das eigentlich. Das ist mein Nimble-Tank, ne? Soll man nicht vergessen. 74, 4, der hat aber keine Body Armor. 93 gerollt. No. Hätte ich, glaube ich, hier hinsetzen sollen, lieber. Na, wobei, jetzt kann der auch nicht mehr werfen. Jetzt darf der auch nicht mehr werfen. 80, let's go. Da kommen doch meine Freunde dran, die was können. 90, 95. Schneid ihn auf. Sind nun ziemlich spät dran, meine Freunde, die was können. Geh ich mal hier mit rein. Nee, du darfst nicht. Ihr werdet jetzt halt die Hunde verprügeln, klaro. Was? Das ist relativ okay gewesen, der Move. Ja. Töten wir ihn einfach mal, würde ich sagen. Fanden die alle ziemlich shit. We whip and go for the head für die ganzen Kerle ohne Helm. Ja, schon, aber du musst ja dann erstmal treffen. Also du kannst ja nicht garantieren, dass du den Kopf triffst, um dann nochmal den Kopf zu treffen. Der ist übrigens direkt auf Fliehen gegangen. Finde ich geil. Dann nehmen wir ihm nochmal die Waffe weg. Er hat ein Schild, 62, 71. Schade.
Schade. Ja, der Hund kriegt er jetzt ab. Also müsste schon funktionieren, klar. Muss halt nur irgendwie erstmal garantieren, dass du das, dass du den Kopf das erste Mal triffst. Weiter müsste garantiert sein. So, hier. Bats. Ich liebe diesen Dreierflail. Der ist einfach so geil. Ja, hau mich ruhig, das ist mir egal. So, 2, hier 64, zack. Hier gehen wir nicht rein, weil sind wir im Nahkampf mit dem. Ah. Bei Orks sogar mit blanken Händen ziemlich eklige Wunden zufügen können. Gehen quasi nur ran, um ihn abzulenken. Und dann hauen wir mit dir weiter rein. Der hat auch keinen Bock mehr, finde ich gut. Da hat mal, glaube ich, einer unserer Low-Leute gerade einen Ork gekillt. Ach komm schon! Ihr seid doch ein paar Arschgeigen. So, jetzt kann ich aber hier rumlaufen, weil die sind beide fliegen. Nur noch hier hinten die Truppe am Machen und Tun. 84 meine ich natürlich. Let's go. Du gehst mal da rein. Du bist ja einer unserer Tanks. Hau ihn. Hauen sie. Nehmen wir mal die Waffe weg. Inklusive Overwhelm. Ja, er verteilt sich gegen den Hund witzigerweise die ganze Zeit, ne? Ist eine sehr, sehr gute Taktik, um nichts zu erreichen. Gegen den Hund nicht anzugreifen. Ja. Ja, die machen trotzdem Damage, wenn sie mit blanken Händen zu lang. 2 77er. 85. Und 90 gerollt. Danke. Danke, Spiel. Der ist auf Fliegen. Dann gehen wir noch einen weiter. Und hauen den hier. Schneid sie auf. Geil. Einfach geil. Hört ihr auf, jetzt da reinzusteppen gegen die Orks, Mann? Ja, gut, dann tankt ihr halt die Hits. Ist mir dann ja auch wurscht. Sind wir mal ehrlich. Der Triple. So eine geile Waffe. Ich brauche mehr davon. Ich brauche so viel mehr davon. Der ist fliegen, 78, 58, komm schon. Geil. Geil, machen wir beide. Oh, völlig vergessen, ja. Also Orks sind nicht mehr so das Problem für mich. Will ich irgendwas wegwerfen? Und was von denen lieber mitnehmen dafür? Gibt es irgendwas, das wertvoll ist? Das hier ist wertvoller als... Vielleicht werden wir meine billigen Kultisten-Kutten jetzt wegwerfen, ehrlich gesagt. Sind wir mal ehrlich. Das ist 150 wert. Ja, da werden plötzlich die Caravan-Hands ganz mutig, genau. Wenn man die Orks für sie aufschneidet, dann sind sie plötzlich ganz vorne dabei. Da denkst du dir aus, geh doch weg. Machst alles kaputt. Ja, das Wertvollste ist, glaube ich, das hier. Und ich glaube, 2 nehmen wir ja nur mit. Von daher lief. Steppen die einfach mitten rein. Ich wollte mal nicht aufleveln. So, dann geht's weiter. Also das ist das, was mich am meisten frustriert. Ne? Du machst die übelste Arbeit und dann so beim Finishen hauen die einfach zwischendurch. Moment. Marching all around the world has put some wear and tear on the man. Whenever a mercenary takes off a boot, you can see the blood seeping through his socks. They've accumulated sores and boils. One man piece of... Doing that and you not. All in all, this is a price to pay for being on the road that much. What? Minus 11 medical supplies? Die Dog ist mir falsch, ja, die wollen auch ein Level haben, ne? Xeli und Kunibert kriegen leichte Wunden und minus 11 medical supplies? Ihr habt doch einen Arsch auf, ich habe gerade das 20 gekauft. Für 200. Was ist denn das für ein mieses Event? The fuck? Vor allem auch keine. Habe ich hier wenig ein bisschen Verkaufs. Oh fuck, ich habe vergessen zu reparieren.
Ich kann eh nicht reparieren, von daher war das wurscht. Wie ist denn der Verkaufspreis hier? 14. Ja gut, der will ich eigentlich nicht verkaufen. Also wenn, dann nur so Billigkram hier. Sowas. Und die da vielleicht, weil sie nicht so viel wert sind. 70er. Die wahrscheinlich auch noch. Alter Vater. Oh, und Tools und Supplies kosten hier übel viel. No, ach, ich kann mein Essen verkaufen. Im großen Teil. Ich kann nur die behalten, die noch einiges... Oh Gott. Fuck, Mann. Aber ich brauch's. Kann sonst gar nichts reparieren. Kann sonst nichts reparieren von den Sachen, die ich, glaube ich, reparieren will. Das will ich reparieren. Das will ich reparieren. Ich glaube, die anderen Sachen kann ich einfach... Weil ich will hier nicht verkaufen. Ich will hier nach Möglichkeit gar nichts verkaufen. Weil kaufen selber... Also, die verkaufen teuer und sie kaufen... billig. Übelst billig. Alp-Trophy-Necklace. Das würde ich gerne craften. Wobei, nee. Wir wollen erstmal das... Nee. Wir wollen, bevor wir hier craften... Müssen wir mal Retinue einen Alchemisten anheuern. Jetzt können wir craften. Wo ist Snake Oil? Wo ist mein Snake Oil? Wer ist Snake Oil? I want Snake Oil. Wer ist Snake Oil? Night Owl, Pain, Wild, Iron Will? Da stand doch Unlocked Snake Oil. Where's Snake Oil? Hier. Unlock Snake Oil Recipe to earn money by crafting from various low-tier components. Wo muss ich das denn craften? Nachgucken. Oder war das wieder so ein Ding von wegen, ich muss einen Tick laufen gelassen haben, bevor ich hier Snake Oil machen kann? Nee. Night Owl Elixier nur. Kein Snake Oil. Oder bin ich blind? Nee. Ich google mal kurz. Battle Brothers Wiki Snake Oil. Snake Oil. So. Can only be sold for 56. The following follower alchemist is needed. Okay, ich hab die Sachen noch nicht. Du brauchst relativ viel. Also entweder brauchst du mindestens, du brauchst die Zähne, die Hörner und, also zwei Zähne, zwei Hörner und dreimal Nachtzehrer-Gehirn. Also die ganzen Nachtzehrer-Sachen. Oder drei Webknecht-Fäden und drei Webknecht-Giftdrüsen oder halt dann wird's teurer. Okay. Gut, dann haben wir die Sachen einfach nicht. Okay, dich habe ich irgendwann schon mal angeguckt, aber dich wollte ich nicht haben. Ja, jetzt haben wir natürlich ihr Geld ausgegeben, damit wir hoffentlich irgendwann... Ach du Scheiße. Wenn die uns angreifen, sind wir am Sack, ne? Langsam. Mehr ne... Wobei... Es sieht vielleicht nur so schlimm aus. Vielleicht hab ich mich vertan. Aber... Puh, ja, die greifen uns natürlich an. Das wird ein schwerer Fight. Ja, sie sind halt schon ein bisschen mitgenommen inzwischen. Und ihr habt Rangies 3 Stück, wie es aussieht. Und ihr seid mehr Leute und... Puh. Ihr seid aber jetzt dran mit den Rangies, da will ich eigentlich nicht näher ranlaufen gerade. Uff, gehabt. So, du bist Ben, du willst im Zweifel eigentlich mitten rein. Das ist eine ganz gute Position, da ist eine Seite schon mal gedeckt. Jetzt haben wir hier halt ein Loch, ne, hier kann man reinschießen jetzt. Ich würde gerne noch kurz abwarten damit. Kunibert. Kunibert Level 3, den hätten wir eigentlich benennen müssen, Kunibert. Verdammt! Ihr seid eine böse Kombo. Marksman, sind es Marksman gewesen? Stimmt, das sind Marksman gewesen. 3 Stück. Ja. Wenn man halt selber keinen Range hat, ist das eklig. Ich würde eigentlich ganz gerne nicht reinlaufen wollen. Ja. Geht auf den. Den könnt ihr versuchen. Das ist nicht so einfach, dem kaputt zu hauen. Au! The fuck? Can you not? Please? Okay, der ist jetzt gerade alleine, ne?
So, und du bist Sono, du gehst auch mitten rein. Jetzt habe ich aber beide Tanks nebeneinander gestellt, ist nicht so smart, ne? Insgesamt. Ich habe den noch hier mit daneben. Weil der, also ich glaube, Hunde werden wirklich ignoriert, solange Menschen daneben stehen. Dann machen die wenig gegen Hunde. Gerade, ich dachte, ich treffe den Kopf. Habe ich ein bisschen gegambelt, gebe ich zu. Wenn jetzt haben wir Orks, eine Diebetruppe und eine zweite Diebetruppe auf dem Weg gehabt, ne? Das ist schlecht. Da soll er nicht hin. Da soll er bitte gar nicht hin. Meine Start Midgame Brother werden schmelzen, da immer wie. Schmelzen da immer wie Schoko-Osterhase in der Frühlingssonne. Ja. Es sind einfach ein bisschen viele Fights gerade. Ja, das ist ein Nimble, by the way. Das ist halt das Problem. Er hat halt nur eine Nimble-Rüstung. Er hat halt einen Hit abgekriegt, Nimble-Rüstung. Ist halt ein bisschen übel. Da war ein Fearsome-Proc. Oh, nice. Das war ein guter Hund. Der Hund hat mir gerade den Kopf gebissen, glaube ich. Das war geil. Und wir müssen uns nochmal defenden hier. Wenn ich jetzt pro Kopf bezahlt? Ich glaube nicht wirklich. Oder? Doch, ich glaube, aber wenn dann nur ganz niedrig. Also keine große Menge pro Kopf. Wenn dann keine große Menge pro Kopf. So. Ja. Gehen wir hier hin, glaube ich. Ah, okay. Oh. Ah, wird der da auch gehittet? Oh Gott! Not a fan. Sind wir ehrlich, not a fan. Alter. Sie haben ihm einfach von 3 Kilometer Entfernung ins Gesicht geschossen. Aber ich glaube nicht, dass ich pro Kopf bezahlt werde, ehrlich gesagt. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, kann... Der hat mich zwar schon attackt, aber der könnte mich dann theoretisch noch attacken. Ich glaube, ich muss mal eher hier hoch. Aber da darf ich mich nicht hinstellen und attacken. Hier darf ich mich hinstellen und attacken. Schade. Not a big fan. Berger mag es mal richtige Seuche, ja, dass die halt meinen Dude hier... Oh, die haben es wieder versucht, ne, die Schweine. Die haben es einfach fucking wieder versucht. Oh, Armbrust ist halt so tödlich, auch gegen Rüstung. Ich meine, das ist realistisch, das war es damals in der Zeit auch, aber... Ach, Alter, er war halt wirklich vor mir dran, ne? Er war halt einfach vor mir dran, die Sau. 67. So. Noch Fragen. Haben wir den mal fertig gemacht. Nicht nochmal. Okay, der Hit war okay. Alter! Stop it, Mann! Okay, er kann nicht mehr werfen, aber... Holy shit! So, jetzt gehen wir mal an ihn hier ran, ne? Damit er nicht mehr so ein Shit macht. Oh shit. Das habe ich nicht gesehen. So, jetzt darf der schon mal nicht mehr schießen. Wenigstens das erreicht, ja? Wenigstens das erreicht. Oh, oh, die wollen das Schild weghauen, die Schweine. Die Schweine wollen das Schild weghauen. Ja, gegen alle anderen treffe ich eh nicht. Kann kaum laufen. Ich stell mich mal hier dahinter und hoffe, dass das reicht. Weiß nicht, ob der hier, wenn ich mich hier... hier soll es aber noch reichen. Hier soll ich noch dahinter stehen. Hinter Hindernissen. Wobei, du gehst jetzt eh hier rein. Und haust dem... Oh, da haust dem natürlich nicht ins Gesicht. Schade. Gott, ist das gefährlich da oben, ne? Die haben alle fast keine HP mehr. Das ist super risky. Und die
dicken Zweihand-Äxte dabei helfen nicht gerade. Und der rennt da immer noch. Ich glaube, der Hund sollte ihn aber jetzt holen, ne? So wie er steht. 57, 26, 16. Ja, kein 57er-Hit leider. Alter, what? Was passiert denn hier? Warum habe ich hier 19er-Hits auf irgendwas? Dann halt auf dich. Wir stellen uns hier dahinter. Stimmt mal nicht meine Rüstung, Mann. Oh oh. Das ist schlecht. 54, ja. Hat keine Ausdauer mehr mit, zum Attacken. So, hallo. Okay, ihr beiden lauft. Das ist sehr geil. Dann müssen wir mal hier weiter rumgehen. Halt fast 0 Hitchance. 58 ist der ist ja schon der beste, ne? Au. Au, mein Nimble-Tank kriegt so ins Gesicht. Wenn ich mal raus switchen müssen hier. Dann gehe ich auf dich. Du Sau. Halt, so. In der Hoffnung, dass du nur noch oben ein bisschen Leute bindest. Ja, der hat den schon mal. Der darf nicht mehr schießen, was der irgendwie da komisch rum wollte. Der ist noch offen da oben. Der ist noch nicht klar, was er macht. Könnt ihr vielleicht jetzt mal helfen? Wie wär's? Okay, er rennt wieder zurück. Das ist fein für uns, glaube ich. Warum hast du so... What? Was ist das denn du für eine Verletzung, Junge? Au. Ja, aua. Ja, dann läufst du wohl die Runde nur. 63. Komm schon, 63 jetzt mal. Ah, sad life. Oh shit, das war sogar echt bitter. 62. Ja, der hat 0 Hitchance, ne? Nice. Das ist gut, der ist rennt. Der rennt. Sehr geil, da kann ich hier stehen bleiben. Für die Moral und so. Der macht den. Der macht den leider nur einmal. Au, das wird echt knapp mit dir, ne, sexy. Das wird echt knapp mit dir. Mal ehrlich. Oh, und du musst dich verteidigen. Du hast ja auch keine HP mehr, so wirklich. Kann ich dich durchschieben und ein reingehen? Danke. 48, 58. Das war ein guter Hit. Aber da ist sexy down. Struck down sexy. Ach, scheiße. Die echt noch laufen können. Okay, der nicht. Ja, das ist ein schwerer Kampf. War irgendwie abzusehen. Ja. Sexy Gaming kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr auf Twitch ein bisschen schaut, was bei Battle Brothers. Der hat in den letzten Tagen oder letzten Woche auf jeden Fall immer viel Battle Brothers gespielt. Aber der ist down. 65, 51. Immer auf anzugreifen, bitte. Und dich peitsch mal nochmal aus. Das ist schlecht. Jetzt hat er... Oh Gott, der hat 3 Verletzungen. Der hat fucking 3 Verletzungen, Mann. Nehm jetzt das scheiß Schild weg, mal. 62er wieder daneben. Ach komm schon. Finally! Jetzt sind ja viele am Rennen. Hallo. Jetzt sind nur noch er, glaube ich, der nicht rennt. Weil er halt High Ground hat. Nur noch er. Ah ne, er rennt auch noch nicht. Aber er ist gerade bewaffnet gewesen. Okay. Ja. Er ist halt schlecht, ne? Er hat halt keinen. Er hat halt irgendwie übel viel negative Modifikatoren und der Typ steht neben ihm.
Ich glaube, ich kriege ihn da auch nicht raus. Ich sehe schon, dass der noch einer stirbt von uns. Leider Gottes. Auch wenn er jetzt noch einen Kill gekriegt hat, sehe ich, dass er noch sterben könnte. Sterben wird wahrscheinlich. Wer scheint der Hund zu gewinnen? Fun Fact. Oh oh, er ist dran. Er hat beide nicht getroffen. Schade. Nehmen wir immer das weg. Und bieten uns an. Ha, er rennt. Huh. Das wäre sonst bitter geworden, glaube ich. Das wäre sonst echt bitter geworden. Harder Fight, ja, aber es sieht gut aus aktuell. Nur das hier oben, der ist der Einzige, der noch nicht rennt. Einzige, der noch nicht rennt hier. Und wie gesagt, ohne Dingens machen wir hier gar nichts. Ohne, also wenn die Rüstung haben, ist einfach... einfach Katastrophe. Er blutet ja auch nicht, von daher ist das schon mal safe. Der ist tot, sehr schön. Da kommt Hundi gleich zu uns. Und hilft uns noch ein bisschen mehr. Sieht gut aus. Der ist der Einzige. Aber der ist zum Glück nicht so gut im Nahkampf angreifen. Er verliert tendenziell einfach gegen den Hund. Dann helfe ich mal hier oben dem Hund, glaube ich, ein bisschen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Dass da irgendwas hilft. Du, war das mal, damit wir vielleicht die Rüstung gebrochen haben von Leuten. Da ist die Rüstung durch. Die Rüstung ist durch. Okay. Du bist wohl nicht mehr dran, würde ich mal behaupten. Hm, du auch nicht. Sehr schön, hat er ihn noch seinen Peiniger selber erledigt. Uff. Ja, jetzt fängt er halt an, den Hund hier unten anzustechen. Ihr habt euch immer nicht bewegt, ne? Jetzt werden sie langsam mutig, wo noch ein armer Bogenschütze übrig ist, der fast tot ist. Der aus allen Ecken blutet. Da werden sie mutig. So, und was hast du? Verkrüppelter Fuß, minus Initiative und ein Action Point mehr pro Teil moved. Bäh. Das ist nicht geil. Ach, halli, hallo sexy. Ja, du musstest gerade ein bisschen viel einstecken, so 200 Damage musstest du gerade einstecken. Ja, du hast vielleicht gerade einen verkrüppelten Fuß bekommen bei dem Kampf. Eventuell. Kunibert hat übrigens übel aufgeräumt mit seinem Speer, ne? 230 Damage mit einem fucking Speer ist schon insane, dafür, dass er fast nichts hatte. Ja, unangenehm. Ich war gerade am Überlegen, was ich jetzt daraus mache. Oh, Moment mal, jetzt muss ich hier wieder sortieren. Jetzt muss ich wieder was sortieren, was ich haben will. Dich will ich zum Beispiel nicht haben. Dich will ich schon haben. Du bist was wert. Du bist nichts wert. Du bist mehr wert. Munition brauche ich gar nicht. Dann nehme ich lieber das mit. River of Bowls brauche ich auch nicht so sehr. Habe ich noch irgendwo Bullshit mit eingepackt? Hier habe ich noch einen Quiver of Bowls eingepackt. Ich nehme mal die ganzen großen Schilde mit. Die finde ich eigentlich ganz okay. Ja. Packen wir das mal noch nach vorne irgendwie so, für den Fall, dass doch Dinge passieren. Vielleicht eine Rente schicken für Retinue-Lehrer, den habe ich schon tatsächlich. Mein Retinue habe ich hier schon, den Sergeant, also. Ja. Ja, aber der Märtyrer, ne? Der Märtyrer mit seinem Brain Damage, Sepp, der hat durchgehalten. Mit 3 Verletzungen in dem einen Kampf. Ansonsten, sexy. Ja, ich guck gerade, was ich aus dem machen wollte. Ich glaube, ich wollte aus dem Battleforge Tank machen. Von daher wäre das kind of okay. Du sollst sowieso bloß ein Meat Shield sein. Sollst sowieso nur ein Meat Shield sein. Du bist eigentlich echt geil. Im ersten Level hast du, glaube ich, 4 Melee Defense gekriegt. Und daher ist das nicht ganz so schlimm. Die Initiative interessiert mich sowieso nicht so sehr. HP ist wichtig und Melee Defense ist wichtig. Kannst ja nicht so weit reinlaufen. Vielleicht geben wir dir deswegen nochmal irgendwie dann einen Pathfind, um sie da auszugleichen. Dann geht's ja wieder. Also, von daher denke ich, wirst du erstmal drin bleiben.
Weil halt die Stats grundlegend ganz geil sind. Du hast kein Schild mehr. Aber jetzt würde ich gerne nicht noch einen Kampf haben bei der Karawane. Wenn's okay wäre, Karawane. Was wollte man aus dir machen? Wahrscheinlich... Ah, 2 Sterne in Fatigue. Dann bist du kein Nimble. Dann bist du, glaube ich, eher so ein Frontline-Tank-Bomb-Stings-Mix-Teil. Wie es ausschaut. Würde ich sagen. Ich finde Karawanenquests immer schwierig, weil man dann immer so gefangen ist. Ja, aber gleichzeitig, also du kannst ja, wenn du dich ein bisschen zurückziehst, ne, dann kannst du ja triggern, dass die Karawanen da schon wirklich mitspielen. Ist halt ein bisschen blöd, sich zurückzuziehen und zu warten, wenn die Gegner Fernkämpfer haben. Normalerweise passiert auf meinen Karawanenquests immer nichts. Ich habe teilweise Karawanenquests, wo ich die ganze Map fahre und keinen einzigen Kampf habe. Und dann denke ich mir so, ja, das ist eigentlich was zum Erholen. Aber... Die Karawane nicht. Also das war eine Karawane über die halbe Map mit 3 Gegnern. Einmal Orks und 2-mal Brigands. Also... Das war heftig. Das war heftig. So, also, ne, Kuni-Wert hat seinen... Stimmt, wir haben keinen Kuni. Kuni müssen wir noch benennen. Der hat jetzt schon das nächste Level ab, wir haben ihn immer noch nicht benannt. Der soll ein Frontliner werden, tendenziell. Der hat aber keine Defense. Er wird also das Schild brauchen, um überhaupt ein bisschen zu überleben. Oder wir machen ihn zu einem Backliner, dann ist aber die Fatigue wasted. Ich würde, glaube ich, eigentlich einen Battleforge Frontline-Bombs da nehmen. Weiß nicht, ob ich ihn als Battleforge 2-Händler machen, da würde ich keinen Shield-Expert nehmen. Würde ich einfach mal ausprobieren, ob ein Battleforge 2-Hand-Dude funktioniert. Ne? Wir haben ja hier, glaube ich, sogar noch ein paar. Hier Long Axe oder jetzt das Schwert. Das können wir übrigens mal reparieren. Ich glaube, da haben wir. Ja, aber mehr haben wir so gar nicht. Oder halt der Pole Mace. Pole Mace ist aber Quatsch. Das ist ja kein klassisch, also kein sinnvoller 2-Hand. Jetzt die Frage, was geben wir ihm? Wenn ich ihn darf zu machen, wir brauchen irgendwann Brawny. Oder wir geben ihm Relentless. Aber ich gebe ihm Brawny. So. Xan, unser Kultist. Moment. Nee, ich verwechsel es immer. Ich sehe immer rechts, ne? Denke ich immer bei Xan, das ist an Xan dran. So, Ricky der 2, da ist übrigens auch ein Kultist, habe ich gar nicht hingeschrieben. Ja, du kriegst jetzt wahrscheinlich dann doch die Axe-Mastery. Du hast, glaube ich, bis jetzt schon ziemlich geil Work gemacht mit deiner Long Axe. Plus 4. Oh, ich würde, glaube ich, einmal plus 2 geben. Und mehr Resolve, I guess. Oder mehr HP. Vielleicht lieber mehr HP. So, dann kriegt er die Axe-Mastery. Dann trifft er auch im Nahkampf mit der Long Axe besser. Außerdem müssen wir sowieso hier unseren Killer on the Run. Battleford Dodge geht ganz okay für 2 Händler. Battleforge Dodge hört sich widersprüchlich an, weil mit Battleforge willst du super schwere Rüstung haben, wo die Inni doch krass runtergeht. Dann nützt doch Dodge fast nichts mehr. Weil du keine Inni mehr hast. Long Axe einfach Liebe, ja. Die ist schon ganz geil. Ich hatte vorher noch einen zweiten, aber der ist leider gestorben. Der wurde von Goblin-Wolf-Reitern in meiner Backline vielleicht ein bisschen übermannt. Achso, hier immer noch Masumoto, der ist noch Level Up. Plus 2. Moment, was machen wir aus dir? Du bist halt auch wieder einfach ein Frontline-Tanky-Dude. Wir haben bis jetzt keine herausragenden Dudes. Wir sind halt, müssen konstant eigentlich jetzt neue Leute hochziehen, die bessere Grundstats haben. Am Anfang haben wir halt gefühlt jeden genommen, der ein Kultist ist. Deswegen haben wir halt nicht so gute Stats. Meine 2 Battleforge Two-Hand-Frontliner tragen meine kompletten Brother Huckepack. Den Charakter mit 4 Inni, dann Dodge. Brawny Relentless und so, damit geht's. Okay, habe ich mir immer gedacht, macht man nicht zusammen, aber vielleicht ist das einfach was ich noch nicht ausprobiert habe. So, du sollst aber Battleforge werden, das ist plus 3 wahrscheinlich schon ganz gut, weil du hast ganze 51, wobei du hast auch gerade runter, aber. Plus 1 Midi Skills, aber shit. Aber plus 2 Resolve und plus 4 Inni und plus, das ist ja alles. Alles super niedrig von dem, was ich brauche. Gebe ich einfach jetzt mal plus 3 Range Defense, weil es geht, aber es ist auch niedrig, also. Das sind ja mal absolute Müllrolls. Die sind ja alle scheiße. Außer Inni, und Inni ist auch nicht gut. Niemand nimmt Range Defense. Ich werde aber immer von Range Weapons so hart gebumst, dass ich Range Defense gerne hätte irgendwann gefühlt.
Nehme ich dann einfach AP? Resolve? Wir nehmen mal Resolve. Also wenn mir sagt, wenn mir Leute, ne, zum Beispiel die Barbaren, wenn die mir extra an den Kopf werfen, ist das immer so schmerzhaft. So, Cleaver hast du schon. Ja, du wirst wahrscheinlich Shield Expert brauchen. Nee, du kriegst auch Brawny für Ausdauer, würde ich sagen. Du hast gerade 7 Ausdauer bekommen, damit du mehr attacken kannst. So, und ich hoffe, jetzt kriege ich nicht noch was ins Gesicht, sonst wird es langsam echt, dahin will ich. Sonst wird es dann echt problematisch. Das Ini zu skillen besser ist als Range Defense. Ach du Scheiße, ne? Ich werde den Auftrag aufgeben müssen. Ich kriege übrigens 10 Kronen pro Kopf. Die 15 Kopf habe ich auch schon lange voll. Vorhin gefragt wurde, ob ich pro Kopf bezahlt werde. Das ist die 4. Truppe. Wieder mit Brigand Marksman, wieder mit Raidern. Also die 3. Truppe Raider. 3. Truppe Brigands, Raider, Bums. Ich habe nicht mehr was zum Reparieren, Mann. Ich bräuchte 40 Tools. Ich habe keine Rüstung mehr. Keiner von meinen Dudes hat Rüstung. Ich kann dich eigentlich komplett rausnehmen. Du bist tot, basically. Ja, das werden wir nicht fertig machen. Das machen wir nicht fertig. Können wir direkt auf Flee drücken. I'll scatter the moan rises from the ruin, but it doesn't... darn it. Ja, tschüss. Macht euren Scheiß alleine. Hast du legendäres Zeug auf dem Kahn? Deswegen so viele Gegner. Keine Ahnung, was da gemacht wird. Ich glaube, ich habe einfach die Brigands nie geklärt in letzter Zeit. Ich nehme jeden High-Range-Defense-Roll mit. Marksman nehmen meine Brother immer jegliche Ehre. Ja, ne? Wenn du halt selber nicht ranged bist, ist das echt ein Problem. So, jetzt habe ich halt kein Geld und bin hier. Ach. Okay, hier ist noch eine Delivery. 260. Nach Südosten. Moment, für 260 nach Dulmen? Ja gut, nehmen wir das. Ich hoffe, das ist okay. Wir müssen eh, das ist jetzt wieder, wir machen Sachen, wo wir ein bisschen Gold kriegen, um hoffentlich unsere Brother in der Zeit zu heilen. Das ist das, was mir gerade meine Strategie ist. Und ich hoffe, dass die kurze Strecke kaum irgendwas macht. So. Gibt's hier noch was? Können wir hier noch irgendwie traden? Okay, bei euch kann man wieder nicht traden. Ja. 13er Preise. Jungs! Hier, nehmt mir den Scheiß ab. Nehmt mir den Billigkram ab, wenigstens. Das ist zumindest nicht so entscheidend, aber ein bisschen Platz im Inventar wieder. Oh Mann, hier und trinkt mal was. Trinkt mal was, Leute, damit es euch ein bisschen besser geht. Hier könnten wir jetzt... Ich kann die Liste scrollen, Mann! Kann die Liste scrollen, einer davon hat 3 Verletzungen. Ich habe zum Glück schon einen Chirurg, das heißt, heilt alles einen Tag schneller, aber... Pff. Was ne Scheiße, ey. Ja, hier werde ich auch nicht kaufen können. Marauding Greenskins, Terrified Villagers und Well Supplied. Hier ist ja... Boah. Ich habe übrigens 300 Munition dabei, weil ich keine Range-Jungs habe. 273 ist sogar okayisch dafür, was es ist. Aber kaum Essen dabei. Wobei, für 2 Tage reicht... Was? Krass, für 2 Tage reicht's noch. Nehmen wir nochmal eine Ration mehr mit, bitte. 13. Ja, hier will ich halt auch wieder nichts verkaufen. Was habt ihr hier? 300 Kronen? Auch um was zu finden. Moment. Find the Crypt of Jalfargo ist eine Quest, die andere ist Secure the Crypt of Jalfargo. Alles klar. Somewhere to the east and somewhere around the region of Black Forest. Wo ist denn der Schwarzwald? Da. Also irgendwo hier dann. In dem Gebiet wahrscheinlich. Ist mit dem Sumpf aber echt eklig, weil du da ewig nicht hinkommst. Dauert ewig dahin zu reisen. Will ich glaube ich nicht machen. Wir gehen nach Weißenschacht. Weißenschacht ist so ein bisschen unser Homebase geworden inzwischen. Auch wo ich vor das mal am Anfang mal woanders angesetzt habe. Hier sind wieder Untote am rumlaufen. Ja geil. Ich hasse euch.